Hallo und herzlich willkommen bei Resident Evil 2, das Remake. Ich starte jetzt mal das Spiel. Also wenn es klappt, habe ich so gesehen kein, ja, auf jeden Fall kein Mr. X. Wenn es klappt, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich werde es sehen und natürlich, nein, falsch. Natürlich muss ich einmal wieder ins Taskmanager, weil ich muss einmal gucken, ob die Aufnahme. Ja, es läuft die Aufnahme. Cool. Perfekt. Ja, dann wollen wir erstmal noch Spiel starten. Ich hatte erst angefangen gehabt, aber das Problem war. Ja, mein Problem war wirklich, ja. Also, wie gesagt, mein Problem war halt, dass ich allen Charakteren, ja, außer bei Claire, Leon bleibt, sie bleibt. So, bei Leon, ja, ist besser, weil, oder? Ja, komm, lassen wir ihn jetzt mal so. Ja, auf jeden Fall möchte ich gerne mit Claire anfangen. Entschuldigung, als assistiere. Für Spieler, die eine einfache Steuerung bevorzugen. Der normale Spielmodus und natürlich der schwere. Ja, aber ich möchte gerne assistiert haben, weil aus dem Grund schon alleine, weil ich den zweiten Teil damals, wo das als rauskam, nicht gespielt habe. Ich hatte wirklich, auf der PlayStation hatte ich wirklich den ersten Teil angespielt, also den Resident Evil 1. Das habe ich aber auch in der Let's Play schon erzählt. Nur angespielt, das im Herrenhaus und leider nicht weitergemacht, wegen der Schule auch. Ja, und schaut euch das mal an. Sieht die Grafik nicht genial aus? Und so muss ein Spiel sein. Detailliert, grafisch, wunderbar. Also, und er isst einen Burger. Ich könnte jetzt auch gerne einen Hamburger oder einen Cheeseburger gerne essen, aber natürlich mache ich das natürlich selber, weil es gibt nichts Besseres als einen selbstgemachten Burger und keinen gekauften oder von Fastfood. Ja, ich rede jetzt mir mal nicht so viel. Ich werde jetzt einfach mal ja. Irgendwie hat die Grafik gerade geruckelt. An meine Grafikkarte liegt jetzt nicht. Ich habe eine sehr, sehr gute Grafikkarte. Ich kann Spiele wirklich auf höchster Einstellung spielen. Nein. Nein. Ja. Und ich merke, das ruckelt wirklich. Was soll ich Also bei tun? dem Probedurchlauf Was hat soll ich es denn nicht machen? so geruckelt. Und hier ist es doch extrem. Ich hoffe, es hört gleich auf. Oh, das sieht doch genial aus. Du kennst mich. Komm zurück, sobald ich Chris finde. Ah ja. Sowieso, muss los. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Ja.
Ist das nicht so? Also ich weiß nicht. Was zur... Hallo? Das ist auch wieder mal typisch für jemanden, der hier alleine ist und sagt, hallo, ist hier jemand? Kennt ihr das in den Horrorfilmen? Kennt ihr das, wenn jemand sagt, hallo, ist hier jemand? Wo ich denke, what? Als ob die gleich sagt, oh ja, gleich passiert was, gleich kommt der und der und wird dich und dich, dich oder dich ermorden, umbringen. Ja. Hallo? Ich weiß nicht, also ich kenne es wirklich nicht, dass jemand... Jemand hier? ...wirklich sagt... ...oder antwortet auf die Frage, ist hier jemand? Hallo? Ich glaube, sie hat... Claire hat das auch gerade gesagt. Ist hier jemand? Wo ich denke, what? Ach ja, so schön Detail. Also das finde ich viel, viel besser, die Grafik. Alles in Ordnung? Warten Sie hier, ich schau mal nach. Ja, schauen wir mal nach. Natürlich will ich ja auch nicht verpassen. Oh, eine Ballerina. Ja, ich merke es gerade, irgendwie hat mein Spiel hat wirklich... Ich sagte, halt still! Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Zurückbleiben, Ben! Nicht näher! Oh mein Gott! Lecker! Ich glaube, somit hat sich das gerade erledigt. Von wegen. Kommen Sie mir nicht näher! Ich würde. Will ihm. In den Kopf schießen. Oh, scheiße. Ich muss wirklich. Munition ein bisschen sparen. Na komm. Ah, so gut. Der jetzt tot. Guckt euch das mal an. Ich habe sein ganzes Gesicht weggeschossen. Sein komplettes Gesicht habe ich gerade weggeschossen. 30. Okay. 30? War das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, wie ihr merkt, ist mein Englisch nicht so perfekt. Oder allgemein, mein Englisch ist nicht wirklich in Ordnung. Und natürlich habe ich hier auch den Schlüssel und ich habe einen Brief. Liebe Claire, zuerst einmal vielen Dank für deinen Brief. Und jetzt muss ich... Und jetzt muss ich mir was von der Seele schreiben. Ich fasse es nicht, dass du das wirklich tun willst. Unglaublich. Dass du ganz allein nach Raccoon City fahren willst. Und das nur um deinen Bruder zu sehen? Was ist bloß in dich gefahren? Ich weiß zwar, wie viel Chris dir bedeutet und dass du ihn seit einem Monat nicht mehr erreichst. Aber jetzt bist du verrückt geworden. Du weißt doch, wie viele Perverse und Arschlöcher sich da draußen rumtreiben und nur auf eine heiße junge College-Studentin warten? Es ist zu gefährlich, alleine zu reisen. Aber dein Entschluss steht wahrscheinlich fest, oder? Versprich mir bitte, mich anzurufen, wenn du in Raccoon City bist. Lass deine beste Freundin nicht hängen, okay? Alles Liebe. PS, dein Bruder mag ja der Chris Redfield sein und dir das Kämpfen und Schießen wie keiner anderen beigebracht haben. Aber du bist deshalb noch lange nicht unverwundbar.
Mach also keine Sperenzien da draußen. Natürlich nicht. Wie kannst du nur das von mir erwarten? Ja. Oh, hier liegt eine Pizza. Cool. Hier liegen auch Dokumente. Ja. Hier ist ein Schrank. Aber die kann ich nicht betätigen. Verdammt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig gehe. Ich glaube eher weniger. Ich glaube, ich gehe gerade extrem falsch. Ah, hier, guck mal. Ich kann die nicht öffnen. So, natürlich müssen wir den Schlüssel benutzen. Verdammt. Ich glaube, wenn das hier rot ist, ein Haken, brauche ich den wohl nicht mehr. Oder? Oder? Ich schmeiß den jetzt mal weg. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren schreiben, ob das in Ordnung war oder eher nicht. Ach du Scheiße. Verdammt. 3 Schuss habe ich noch. Okay. Ah, nein, nein, lass mich. Aua, 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 aua. Oh, oh. Oh Mann. Ja. Alles klar. Und ich habe richtig schweißnasse Hände. Leute, wir müssen raus hier. Ohne Mist. Ich habe, meine Hände schwitzen ja schon. Und ich habe keine Munition. Dank ich habe, mehr, wenn wir sicher sind. Ja. Oh, Scheiße. Nichts. Meine Waffe ist so gesehen leer. Und ich meine Zombies. Es ist eh scheißegal, ob deine Waffe geladen ist oder nicht, weil das Einzige, was sie wollen, ist, dich zu fressen. Leute, ohne Mist. Ich weiß nicht, wie ich das dann durchstehen soll ohne Munition. Von daher, ja. Und ich habe schon auf einfach gestellt, erstmal. Ich habe wirklich schon auf einfach gestellt. Keine Ahnung. Mehr Infos auf der ja, Polizeistation. Ich habe eine leichte Erkältung. Nein, kein Corona. Alles gut. Ich habe nur halt, wie gesagt, eine leichte Erkältung und mehr nicht. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Ja, ich finde die Grafik so genial. Richtig genial. Ja, warum spiele ich ausgerechnet dieses Jahr die Resident Evil Reihe? Weil ich die Remake auf die Remakes warten wollte, weil wie gesagt, ich spiele meine Spiele halt über so einen PC und es war halt so, dass ich keine PlayStation haben wollte oder mir keine kaufen wollte und ich habe mir einfach gedacht, okay, ja, vielleicht hole ich sie mir. Und dann habe ich gelesen, eigentlich letzten Monat habe ich gelesen, dass es von 3 Erneuerungen rausgekommen sind, von Zero, den ersten Teil und den zweiten Teil. Und da habe ich gedacht, gestern, okay, ich kaufe mir dieses Spiel, die Spiele. Jetzt habe ich aber auch gesehen, dass schon letzte Woche war das, habe ich gesehen, dass es von Resident Evil 3 ebenfalls ein Remake rausgekommen ist, Nemesis.
oder noch rauskommt. Die Polizei, ich habe damals Resident Evil 3 war mein erstes Spiel, was ich gespielt habe mit meinem Vater. Da muss es doch. Das Problem ist, dieser verdammte Nemesis jagt einen durch die halbe Stadt. Ja, man kann nicht wirklich durchsuchen, ob man irgendwelche Dokumente vergessen hat oder irgendwas, irgendwelche Munition und. Ja. Und meistens hat irgendwo immer was gefehlt. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! So. Und ich hatte... Was zur... der LKW-Fahrer. Ja. Heilige Scheiße. Der gebissen wurde. Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Und, ich habe Nemesis gehasst damals. Ich habe wirklich Nemesis gehasst, dass er durch die halbe Stadt folgte. Und ich weiß, ich habe die Demo gespielt. Letzte Woche habe ich die Demo gespielt. Und kaum hatte ich gewisse Aufgaben erledigt gehabt, da kam er und hat wieder gejagt. Man musste wirklich rennen. Also, was heißt rennen? Ausweichen. Aber trotzdem, es ist... Claire, alles klar? Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier. Ist nicht sicher. Oh, Scheiße. Geh schon weiter. Ja, Ja, du solltest auch mal gucken, dass du also ich muss wirklich Munition finden. Hoppala. Hallo. Nicht anhalten. Muss in Bewegung bleiben. Ja, ich will nur gucken, ob es hier irgendwelche. Dahin. Okay. Dich irgendwo Munition ist, dass du schießen könntest? Ja. Aber ich finde. Polizeistation. Bin fast da. Ja, fast. Mädel, du brauchst Munition. Und jetzt. Oh, hoppala. Ja, jetzt fast einem verdammten Zombie. Verdammt, wo muss ich denn hin? Okay, das Gute ist, ich kann hier wirklich ausweichen. Oh, komm mal. Klar wäre mir das halt doch lieber gewesen, wenn ich Errungenschaft ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, die Stadt der Toten. Yay. Bin ich hier? Nein, natürlich nicht. Natürlich brauche ich jetzt erstmal Munition. Ich weiß nicht, Moment. Hier ist gar nicht. Ist hier vielleicht irgendwo Munition? Nicht. Rein, gar nicht. Leute, ohne Mist. Ich bräuchte. Oh. Die Umgebung erkundigen. Ja, tue ich. Hier. Irgendjemand hier? Das ist das, was ich meinte. Ist hier jemand? Entschuldigung, wenn ich so etwas quiekig bin.
Nein. Erstmal nicht. Da gehen wir gleich rein. Ich habe beschlossen, da gleich... Oh, herrlich. Munition. Und natürlich, ich glaube, ja, Deluxe-Waffe. Die Samurai, aber die hat, glaube ich, keinen Schuss. Glaube ich. Nehmen wir die? Nein, passt auf. Wir machen das jetzt anders. Wir werden die uns später holen. Genau, wir werden die später holen. Und dann gucken wir, dass wir wirklich... Komm schon, Chris. Wo steckst du? Dass wir dann halt wirklich, ja, dann die andere... Drin sind sie auch. Die anderen. Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Ja, auf jeden Fall. Ich sollte ihm helfen. Ja, machen wir. Ich glaube, ich... Halt, stopp, da war was. Da war was. Ein Erste-Hilfe-Spray. Yay! Ich glaube, das war hier. Will ich da rein? Ich glaube, in der Eingangshalle gibt es noch was. Passt auf, wir machen das jetzt erstmal anders. Wir werden... komme ich? Nein, natürlich komme ich dann nicht raus, verdammt. Ah, okay, da fehlt was. Leider ist das... Oh Gott. Oh, okay. Münztelefon. Sollen wir anrufen? Sollen wir unsere beste Freundin anrufen und ihr sagen, dass wir in Gefahr sind? Konzentration, Claire. Konzentration. Ja, ja. Ich will aber trotzdem erstmal hier. Oh, hier ist eine Tasche. Hier sind mehrere Taschen. Ich frage mich gerade, warum ich ausgerechnet hier reingegangen bin. Und ich frage mich, ob ich wirklich hier rein will. Weil meine Aufgabe war ja eigentlich zu durchsuchen. Oh, bitte bleib liegen. Nein, die kann ich nicht aufheben. Kann ich da nichts machen? Verdammt. Natürlich gucken wir hier auch mal, was hier so ist. Ja, verdammt. Oh, was hat der denn? Oh, Munition. Perfekt. Ah, mehr kann sie nicht tragen. Ah, Licht.
Bleib liegen. Guck mal eben auf der Karte. Nein, hier ist nichts mehr. Hier haben wir alles aufgehoben. Klopapier. Also Leute, wer so gerne so viel Klopapier hamstert, kann sie sich hier abholen. Ich glaube, die meisten haben eh mehr als genug an Klopapier und naja, ich werde... Oh Scheiße, noch lauter. Will ich das? Will ich dahin? Moment. Will ich wirklich? Ich will nicht. Ganz ehrlich, Leute, ich will nicht weitergehen. Hier ist alles zugestellt. Also hier hat jemand die Toilette verstopft. Hier ist nicht. Moment, hier ist ein Besen. Oh, bitte. Oh. Was? Nee. Doch, warte, Moment. Da ist ein Heilspray. Hey, cool. Hoho. Ein Heilspray. Ich bin gerade wirklich extremst angespannt. Und ich habe wirklich gerade das Fenster oder die Balkontür ganz auf. Und natürlich bin ich so nervös, dass ich mir, weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Halt, stopp. Aufmachen! Mach die verdammte Tür auf! Jüdicher! Wie kann ich die denn aufmachen? Verdammt, ich habe nichts, also womit ich das aufmachen kann. Nutzen. Okay. Ich glaube, wir müssen hier einen Schlüssel finden. Moment. Ach so, da müssen bestimmt Bretter vor. In welche Tür gehe ich als erstes rein? Ich glaube, ich gehe. Wo bin ich denn jetzt? In einem Wachraum. Okay. Die Tür aufmachen! Aufwachen! Aufwachen, bitte! Hier, geben Sie mir die Hand! Hilfe! Ja. Geben Sie mir die Hand! Alter Schwede! Verdammt! Ich weiß nicht, brauche ich ein Fahrbahn, um zu speichern? Oh Gott! Oh Höhe, Scheiße! Ja, okay. Notizbuch eines Polizisten. Okay. Löwe, Pfeil, Adler, Fisch, Skorpion, Krug. Okay. Ja. Zur Eingangszeit. Verdammt. Ah! Oh nein! Verdammt! Aua! Verzieh dich! Bleib von mir fern! Oh Mann!
Aua! Verdammt! So. Alter Schwede. Oh mein Gott. Oh verdammt. Ja. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal einen Heiltrank. Eine Heilung. Notizbuch. Okay, das haben wir ja gesehen. Verschiedenes. Das ist der Brief. Das ist das Tutorial. Wichtige Objekte. Karte benutzen. Okay. Ja, oh, verdammt. Oh. Ihr bleibt jetzt da alle liegen. Darum bitte ich euch. Ich muss wieder zurück. Ach du Scheiße. Moment. Wo? Bleib zurück! Aua! Nein! Oh shit! Also wie ihr seht, verwende ich gerade mehr. Und ich habe natürlich kein einziges Heilmittel, das ist abgeschlossen. Verdammt! Also ich habe schon Heilmittel, aber ich habe keine Munition mehr. Das ist gerade richtig, richtig katastrophal. Ja, wie ihr seht, ich muss wirklich erstmal. Toll. Kann ich treten? Nein, natürlich nicht. Ich muss hier irgendwie ausweichen. Nein, 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 nein. Aua, 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 aua. Lass mich los, verpiss dich. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber jetzt nur heißt es rennen. Wohin? Oh! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe nichts. Kann ich mich... Doch, ich kann hier durch. Oh, verdammt. Na komm. Raus mit dir. Oh, verdammt. Uff. Alles klar? Ja. Du bist sicher. Vorerst. Oh Mann. Marvin Brenner. Danke. Du wurdest voll gut ausgebildet. Ja. Ich weiß, wie man auf sich aufpasst. Verdammt. Komm her. Alter Schwede. Der Erste, der... Also, niemand kennt die Ursache? Es gibt viele Theorien. Aber ich weiß nur sicher, dass es hier vor Zombies wimmelt. Ja, was sie nicht sagen. Hey, hey, lass das an. Nur für den Fall. Ich werde nicht lang bleiben. Wenn ich Chris finde, sind wir hier raus. Du bist wirklich Chris' Schwester? Ja. Wieso? Haben Sie was gefunden? Er ist verreist. Europa, denke ich. Vor Wochen schon weg. Verreist? Das ist großartig. Ich habe noch mehr für dich. Anscheinend gibt es einen Weg raus durch diesen Geheimgang hier. Gut. Hey. Sie sollten schnell ins Krankenhaus. Oh nein. Vergiss mich. Ich kümmere mich um mich selbst. Nein. Das machen Sie nicht. Sie brauchen dringend Hilfe. Hör zu, Claire. Rette dich selbst. Gibst du mir auch Munition, bitte? Hier. Du brauchst das sicher. Nein, ich nehme das nicht. Sie werden das. Oh. Und pass gut auf. Wenn du eins von den Dingern siehst, wer immer es auch war, darfst du nicht zögern.
Schalt es aus, wenn du kannst. Oder renn. Ja. Habe ich denn bekommen? Ein Kampfmesser. Yay! Ah, oh, okay. Breiter, Space und Schlitzen. Ja, okay. Natürlich. Space? Nein, Space. Ah, okay. So, meine... Ich weiß, ich bin jetzt, glaube ich, bei der Eingangshalle. Okay. Drei Medaillons. Medaillon finden. Klar, auf die eine Art und Weise, ich habe keine Munition. Ja. Aber umso besser, weil ich werde jetzt diese Waffe nehmen und die verstauen. Und Moment hab. Die ausrüsten. Hier rein. So. Ich tu die. Ich lass die jetzt mal hier. Natürlich hab ich mit der. Aber vorher speichere ich. Aber warte mal. Okay, ich brauche kein Farbband, das ist schon mal gut. Ja, also hier habe ich schon was erledigt. Ich gehe einmal nach oben gucken. Ja, wie gesagt, ich brauche Munition. Ach nein. Tue ich das jetzt gerade wirklich? Naja, okay, komm, weißt du was, wir gehen jetzt hier als erstes rein, warum auch nicht. Und natürlich haben wir 11. Hier ist ein Kraut, perfekt. Grünes Kraut, das ist schön. Das wollen wir ja. Hier sind Bretter, die ich auch gleich direkt mitnehme, um hier Fenster zuzumachen. Zunageln. Heißt es auch. Das ist die Information. Natürlich will ich hier auch nichts übersehen. Ich habe auch gerade... Okay, ich habe gespeichert. Und ich weiß... Okay, hier ist nichts, nur ein Hydrant. Ich weiß nicht, wie viele Bretter wir... Musst du alles anfassen? Wer ist da? Natürlich werden wir hier die Bretter benutzen. So. Errungenschaft! Das sollte sie aufhalten. Perfekt. Boah, musst du so schreien? Du Bekloppte. Entschuldigung. Nein, natürlich nicht. Ich bin Kreuztür. Okay, da brauche ich einen Schlüssel für. Wer hat die Dose?
Okay. Hier ist nichts. Scheiße. Ich wusste es. Du Arschloch! Ach komm schon. Ich glaube, das war eine Olle, oder? Weiß nicht, gehe ich jetzt hier rein? Ich guck mal eben hier, was hier so ist. Nein, hier geht's nicht weiter. Munition. Perfekt. Oh, herrlich. Man fühlt sich doch irgendwo sicher, wenn man mehr Munition hat. Hier auf dem Schreibtisch. Nicht wohl nicht. Aber hier. Ergebnisbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. 25. September Zusatz. Eine der zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter den Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können. Und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. David Ford. Okay. Hier ist noch was. Oh. Ich habe eine Karte. Yay! Okay. Perfekt. Ja. Was ist das? Oh. Will ich da jetzt hin? Will ich nicht? Moment. Ich war... Okay. Da ist keine Tür. Also gehe ich da rein. Na, Fetti? Nicht gut. Alles klar? Oh, Patronen. Super. Bleib ja liegen. Ich warne dich. Aber eigentlich... bin jetzt hier. Ja. Eigentlich wollte ich... What the fuck? Du lebst ja immer noch. Ich hab dir doch einen Kopfschuss verpasst. Jetzt bleib liegen. So. Er ist tot. Ah, wusste ich's doch, dass du M&M's haben wolltest. Aber ich glaube, Leute, ich werde wohl oder übel zurückgehen
Antennenempfang. Ja, das werde ich jetzt tun. Da komme ich nicht rein, war klar. Nein, hier, ich muss hier weiter. Ich wollte eigentlich zum Eingangsbereich. Und eigentlich. Oh, Schießpulver. Und eine Notiz. Ja. Schießpulvernutzung. Pistolenmunition, zweimal Schießpulver. Säuregranaten, Schießpulver und hochwertiges Schießpulver, weiß. MP-Munition, zweimal hochwertiges Schießpulver, gelb. Okay. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Meine Güte. Hier. Ja, Munition. Oh, ich hab echt. Es ist echt knapp, was Munition betrifft. Ja, Claire, lauf da drüber. Ach, hier ist eine Kombination. Da habe ich aber, glaube ich, gar nichts. Ja. Moment. Hier ist ein Bericht. Na, da. Einsatzbericht. 28. September, 2.30 Uhr. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition. Und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Hey. Ja. Moment. Ah, Moment. Erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg steckt sich in den Initialien unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grund darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Gott eine direkte Antwort herauszuholen. Leutnant Barnack. In eine Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Ja? Okay, Moment. Die Vorname war, ist... Ach hier. N-E-D. Nett. Ach so. A-N-E-D. Oh, erster Einbruch. M-R. Musstest du aufstehen, hättest einfach liegen bleiben können.
Ein Schuss kriegst du noch. MR, du bist. Ja, wer bist du denn jetzt? MR, ja. Kann ich nicht lesen. MRB. MRB. Ja, MRB. Ui, Schnelllader. Jawoll. Ja, Leon. Scott. Leon Scott Kennedy. Da ist aber noch was. Ach so, ja, der Tresor. Genau, da war ja was. Der Tresor. What? Okay, das ist zu. Ja, Leute, eigentlich wollte ich aufhören und ich guck gerade, wo ich am besten rauskomme. Aber leider, ich finde hier keinen Speicher. Ach du Scheibenkleister. Was zum Teufel? Bleib liegen. Bleib ja liegen. Welch Schuss nur. Könnte ich mal Bretter bekommen? Jawohl, grünes Kraut. Bretter. Natürlich benutzen wir es. So. Ich glaube, hier ist sogar ein Speicherplatz, glaube ich. Oh. Moment. Moment. Aber Moment. Wir kombinieren mal. Kombinieren damit. So. Ja, und wieder ein Erfolg bekommen. Super. Und natürlich werden wir jetzt einmal Munition herstellen. So, perfekt. So, was ist hier? Oh, ich kann speichern. Wie schön. Heilwirkung von Kräutern. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheit mit Heilkräuter. In diesem Buch stellen wir drei dieser von den Arklay-Bergen heimischen Kräuter vor. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Erforschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung.
Weitere Forschung dürfte noch faszinierendere Ergebnisse hervorbringen. Jawohl. Och, Leute. Erstmal tue ich das hier weg und auch das Heilspray erstmal. Und kann ich das auch kombinieren? Ja, mit Tab. Okay, sortieren. Ah, ist das schön. Jetzt habe ich mehr Platz. Oh, super. Nein, so ist es besser. Nein. So, und natürlich speichere ich auch. Wir haben jetzt, hallo, Claire? Wir haben jetzt lange nicht mehr gespeichert. Und ich möchte gerne weiter speichern. Und ich verabschiede mich für heute, Leute. Ich verabschiede mich und wir werden morgen höchstwahrscheinlich weiter gucken und hier das Spiel durchsuchen. Ich wünsche euch noch wirklich, wirklich viel, viel Spaß und hinterlasst mir ein Abo und ein Däumchen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen auf Abonnente. Unterstützt doch einfach meinen Kanal. Auch wenn ich habe im Moment sehr wenige, aber ich hoffe, dass noch mehr kommen. Und ich kann euch sagen, ich habe sogar eine Überraschung für euch. Und zwar werde ich sobald ich den CD-Key von einer Closed Beta habe, werde ich darüber natürlich auch ein Stream entweder Let's Play machen oder wirklich in Twitch streamen, Livestream machen. Aber ich muss erstmal warten und ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute und natürlich bleibt bitte gesund, denkt an eure anderen Mitmenschen, denn die brauchen natürlich auch Lebensmittel und Klopapier. Und fangt keinen Krieg in einen Supermarkt an. Okay? Also halt die Ohren steif und wirklich haltet euch wirklich an diese Regeln, die die Regierung gegeben hat, weil ich habe gerade gelesen, dass es schon 79.000 Infizierte in Deutschland wieder gibt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt insgesamt die 79.000 sind oder jetzt am einen Tag, aber ich glaube eher wohl insgesamt. Auf jeden Fall macht's gut, halt die Ohren steif. Auf Wiedersehen!